plötzlich, wo mein leichtsinniger Bräutigam bleibt. Wann immer ich zu ihm sage, jetzt wird's ernst, so lockt er. Ah, da kommt er ja schon. War schon wieder so lüftig, der schaut mir nicht aus wie ein Bräutigam. Ich werde mich da hinten verstecken und dann werde ich sehen, was der im Schilde führt. Ich bin, wenn man schon sagen muss, ein Recht, ein lieber Genius. Zum Flattern hab ich Flügelpaar, drum flatter ich auch das ganze Jahr. Die Nymphen, das ist meine Freud, mir gefällt jede weich und breit. Und wenn ich eine Nymph nicht mag, so wein ich gleich den ganzen Tag. Doch schaut mich eine freundlich an, da lach ich, was ich lachen kann. Ha, 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 da lach ich, was ich lachen kann. Heiraten soll ich, es kann nicht sein, dazu bin ich noch viel zu klein. Ich heirat nicht, ich bin zu gescheit, zum Heiraten ist immer Zeit. Der Verdruss mit Weibe ist gar groß, und hat man's, kriegt man's nicht mehr los. Ich dürf nicht mehr auf Nymphen schauen, sonst hätt mich die Gemahlin hau. Ich heirat nicht, ich bin kein Narr, ich wart noch ein paar tausend Jahre. Juhu! Juhu! Ich wart noch ein paar tausend Jahre. Gehen jetzt sind doch diese Destination, die herumzappelt in der Fehlwelt. Nur eine schwache Seite und wir gehen hier durch die Bank. Das sind die Mädchen. Das Flirten, das gefällt uns. Das Heiraten verdrießt uns. Geliebte, welche 15. Weib, lieber gar keins. Das ist auch der Grund, warum ich meiner schönen Floretta ausweiche, wo ich nur kann. Steckt sich ja wie eine Nymphe. Der muss ich gleich entgegengehen. Wohin, so einig? Du bist? Ja, so ist vielleicht der andere. Wo denkst du denn hin? Gott, hab ich dir entgegengehen wollen. Ich muss dir sagen, dass ich mit deinem Benehmen äußerst unzufrieden bin. Floretta, du kränkst dein Stadlibuchsen. Nee, ich komm dir auf eine Falschheit drauf. Und so was denkt dein Stadlibuchsen gar nicht. Aber die Fee wird dich sauer bestrafen, wenn ich sie drum bitt. Wenn du nicht gleich aufhörst, funkt dein Schadrimuxen gleich zum Rehren auf. Ja, dann sind wir halt wieder gut. Aber ich sag Ihnen, es ist so was Zartes, man weiß gar nicht, wie man mit den Brunnen gehen soll. Aber eins muss ich dir sagen, von meinem zukünftigen Bräutigam verlange ich absolute Treue. Die Frauenzimmer sollen das nicht immer gar so kritisch sehen. Die rechte Hand, die gibt man der Frau. Die linke Hand, die bleibt beim Mann. Und wenn man dann ganz zufällig mit der linken Hand und ihn erwischt und umarmt, das geht der Frau gar nicht so. Solche Scherze machen am Hochzeitstag. Hochzeitstag? Heute ist ja erst die Verlobung. Was? Ja, ja, heute ist das Versprechen. Von Holten ist dann allein gekommen. Ja, und Mann, also, wie denkst du? Ich heirate erst, wenn ich alt bin. Ja, aber dann bin ich auch schon alt. Also, mach nix, seit ich immer halb jung bin. Das ist ein abscheulicher Genius. Jetzt hör auf zu diskutieren. Wir kommen gerade für die Herrscherin, gell? Ich kratz dir die Augen aus. Trotz nicht. Hörst du es nicht? Die kommen schon. Na gut, ich geh. Aber geschenkt bleibt dir's nicht. Jetzt kann man die Hände mit der Füße. Die
erschienen in meinem Palast. Der Augenblick, eure Wünsche krönen soll, ist jetzt gekommen. Du, Tranquillus, erhältst von Regine eine Fee, die unermessliche Reichtümer besitzt. So eine Frau kann ich jetzt dringend brauchen. Weit größere Schätze bringt dir deine Braut, Narzissus. Hohe Schönheit vereint mit allen Vorzügen des Geistes und des Herzens. Beneidenswert wird mein Leben an Celindas Seite sein. Mancher Zwist, mancher Streit wird den Frieden deiner Ehe trüben. Immer der ruhige Bauten. Meine Ruhe kann nicht stören. Ist meine Frau ruhig? Bin ja ruhig. Ist sie aber auch steig? Bin ja ruhig. So, meine Liebe, was die Ruhe betrifft, seid mir ruhig. So lasst uns zur Verlobung schreiten. Der Augenblick erscheinen, der sie nun fest vereinet. Der Liebespaar beglückt, gründ dieser Augenblick. Ein Leben hoch rufet aus, das Laub erschallt das Haus. Die Übereinkunft ist getroffen. Regina. Celinda. Reicht euren Verlobten die Hand. Ein Wort vorher noch, mächtige Herrscherin. Du hast mich und meine Nichte für deinen Vetter und seinen Neffen vorgesehen. Dein Wink war uns Befehl. Nur finde ich, dass es nicht gerade die Gleichheit der Jahre ist, die Ehen glücklich macht. Wir wollen daher in deinem Plan nur eine kleine Veränderung vornehmen. Anstatt dass Tranquillus mich heiratet, heirate er Celinde. Durch die Weisheit seines Alters kann er ihrer Jugend Schritte leiten. Und ich, die etwas Ältere, werde versuchen, aus dem jungen Sausling Narzissus einen braven Ehemann zu machen. Scherz wohl, Regine. Im Ernst kannst du diesen lächerlichen Vorschlag wohl unmöglich meinen. Lächerlich? Was ist denn daran gar so lächerlich? Was ist denn da zu lachen da? Wenn meine Fee ein junger besser gefällt. Was macht es den Alten? Alte sind schon immer so nur. Vielleicht du Dummkopf. Ist es mir nicht recht, wenn ich mich ein bisschen angenehmer meine? Bei allem Respekt vor den Reizen ihrer Nichte. Aber für mich kommt nur Frau im gesetzten Alter. Ich fange. Was? Ja. Versteht sich? Da steht gerade die Person in den gesetzten Jahren. Ich bin in den gesetzten Jahren. Ich bin in den besten Jahren. Wahr ist, das sind ihre besten Jahre. Die nachkommen werden, dann nimm du schlecht. Still jetzt, vorlauter Bube. Das darf man sich nicht einmal annehmen, um seinen Fehl. Kein Wort mehr, denn meine Geister werfen dich zum Palast hinauf. Zu Recht zürnest du, mächtige Herrscherin, auf diesen Genius. An mir schon hat er es verdient. Was ist geschehen? Er hat mir die Hochzeit versprochen und jetzt will er nichts mehr davon wissen. Sprich, Elender, ist es so? Bist du reden? Antwort will ich. Willst du dein Versprechen nicht einhalten? Ich heirate erst, wenn ich alt bin und dann nehme ich mal einen Jungen. Basta! Wie du wolltest. So, und jetzt haben wir Geld. Die Herrscherin hat gesagt, wenn ich was rede, werde ich hinausgeschmissen. Geld hab ich als Anfang. Du glaubst also, es ist möglich, ohne Jugend ein jugendliches Herz zu gewinnen? Bei meinem Umgang auf den Magen spürt das Alter gar keine Rolle. Und du, Regine, lebst mit dem Vater. Ein Jüngling werde seine Hand dir reichen. Mit meiner Klugheit werfe ich mein Netz auf. Als König dient mir mein Reichtum. So kann mir mein Fang nicht missglücken. Nun hör, ich will nicht, dass ihr hier feenreich zum Gespött werdet. Drum steigt zur Erde nieder, werdet Menschen und handelt in der Weise, wie ihr sie jetzt beschrieben habt. Du, Schlattelwuchse, sollst im vorgerückten Alter das Herz eines jungen Mädchens entflammen. Und du, Regine, sollst in deinem Alter die Hand eines Jünglings gewinnen. Gelingt euch dies, so werde ich nach eurer Rückkehr meine Meinung ändern, dass für eine glückliche Ehe die Gleichheit der Jahre notwendig ist.
Dann sollst du dich, Regina, des jüngsten Narzissus erfreuen. Und dir, Selinde, bleibt keine Wahl, als wenn ein Vetter dein Kind zum Gemacht. Aber große Herrscherin, du setzt mein und Selindas Glück aufs Spiel. Sei still. Gelingt es euch aber nicht und kehrt ihr beschämt und mit besserer Einsicht wieder, so bleibt es bei meiner früheren Bestimmung. Und du reichst reuevoll Floretta deine Hand. Ich bin hier meines Sieges gewiss. Auf die Welt komme ich hin und ich freue mich schon auf die Welt. Doch bedenke, solange ihr auf Erden wandelt, seid ihr Menschen und könnt nur als Menschen handeln. Erst nach eurer Rückkehr werdet ihr das, was mit euch geschehen ist, wieder überblicken. Und nun treten in das irdische Reich über. Was siehst du? Die beiden kommen gerade von zwei verschiedenen Städten als kleine Kinder zur Welt. Gut, und nun dreh rasch am Rad der irdischen Zeit, das 50 Jahre vorüberziehen. Und dann werden wir die beiden Erdwanderer bei ihren Unternehmungen beobachten. Groß ist der Geist der Fürstin Macht. Hört, wie der Donner rollt und lacht. Die Macht ist groß und weit. Es gehorcht ihr Raum und Zeit. Zum Geburtstag viel Glück! Danke, meine Lieben! Meine innigsten Glückwunsch! Ah, die Gratulation ist gerade im Gang! Da komme ich gerade recht! Ich mach ein tiefen Servus hier, da fang ich an und gratulier. In Freude, Glück und Heiterkeit erblühe dir Glückseligkeit. Ich wünsche dir, du holde Maid, zu leben noch gar lange Zeit. Doch muss es früher gestorben sein, dann setze mich zum Erben an. Mit diesem Wunsch reit ich hin, des Festes voller Königin, den schönsten Blumenstrauß der Stadt, es fresset sich ein Kuh dran satt. Den schönsten Blumenstrauß der Stadt, es fresset sich ein Kuh dran satt. Was sollen wir trinken auf dem Geburtstag? Es ist wirklich zu arg. Mein lieber Herr Hirschberg, was Sie sich bei meinem Geburtstag für Umstände machen? Wenn es erlaubt ist zu fragen, gnädigste Frau, den wievielten Geburtstag haben wir denn heute schon? Aber weiß er denn nicht, dass man um sowas eine Dame nie fragen soll? Es ist schon mein 29. Nicht möglich. Ihr 29. Ja. Schon? Gehört doch auf! Du wolltest dich älter machen. Nein, es stimmt! Aufs Jahr! Ich muss gar nicht denken an die 30. Die Alte fragt dich um gut 20 Jahre jünger und hält das für so dumm. Und sie denkt, wir brauchen sie ja noch. Nun, meine beste, liebste Freundin.
Hey, Hirschwald, nimmst du noch ein bisschen Wein? Bist du so frühstück? Nein, es ist nur, dass ich die 29 Jahre hinunterbringe. Vivat der Geburtstag! Vivat! Aber, der ist nicht schöner, wenn man es so kennt. Vivat das Brautpaar soll leben! Was denn für ein Brautpaar? Ja, ich hab meint, die ganze Zeit die Braut! Was? Was wollt ihr denn ein? Mein lieber Herr Hirschwald, Sie sind ein charmanter Mann. Ein Mann, der mir schon so einige Angelegenheiten in meinen Prozesssachen in Ordnung gebracht hat und der mich zu großem Dank verpflichtet bin. Aber Sie heiraten? Das kann ich nicht. Mein jungfräuliches Herz zieht es zu einem Jüngling hin. Da wäre diese Ehe wohl ein drückendes Band. Sie sind ja viel zu alt für mich. Ich bin ja nicht einmal 50. Ja, und ich bin dabei der liebenswürdigste Kerl, den man sich nur vorstellen kann. Ist es nicht so, meine Dame? Ursula, jetzt hörst du aber auf. Stör dich dieses Fest. Wie ich dich geliebt hab, das war ein Jahr. Ein Jahr? Es ist ja 25 Jahre her. Damals warst du noch jung, aber jetzt. Ja, bist du nicht älter geworden? Das schon. Aber ich bin liebenswürdig geblieben. Und glaub mir, das sagt dir kein Mensch noch. Die Mamsel Regen, das ist und bleibt für mich die beste Partie. Der ist so reich. Aber im Guten geht das nicht. Das habe ich schon gesagt. Ich muss zu extremen Mitteln greifen. Ursula! Ja, so jetzt, komm mal. Also die Schnupftüchelwänderische hat recht, dass sie sich zu Tode weint. Noch ein Kästchen, meine Damen? Ich danke. Bevor ich mir das Wein trinken anhöre, das hat noch Zeit. Wie die Alte, schon wieder zimperlich durch. Das ist zum Durchgehen. Das hat der Bote gebracht. Eine Regina vom Geldkatz. Für mich? Vielleicht hat Anna eine Gratulation geschickt. Öffne, liebe Schladerux. Vielleicht hat mir ein Dichter aus der Stadt eine Gratulation im Verse gefasst. Ja, in Hexenmeter. Hexameter heißt das, mein Freund. So, und da haben wir es schon. Taufschein. Was? Regina vom Geldkatz, geboren am... Was? Wer hat mir das angetan? Vielleicht ist es ein Druckfehler. Oder sie haben gerade... Was? Oder sie haben gejohnte 50 Jahre auf dem Buch! So eine Gemeinheit, so eine Freiheit! Das ist gleich ein Bäckchen, ja. Das wird... Also wie und wo der Brief herkommt, weiß ich nicht. Aber ich erneuere jetzt meinen Antrag. Und Gleichheit der Jahre, sag ich, ist die beste Grundlage für eine glückliche Ehe. Sie sind 50, ich bin 50. So können wir also prächtig unser Lebensabend gemeinsam verbringen. Heimtückischer Bösewicht! Sie haben mir da einen Streich gespielt! Doch nun erkläre ich, und das sei jetzt erst mein Triumph, wenn ich auch schon 50 Jahre alt bin, so heirate ich doch einen schönen, liebenswerten und vor allem jungen Mann und habe es nicht nötig, seinen alten Verräter zu nehmen! Sie meine Aussprache? Ja! Ich mach's mit dem Mamsell Regine. Ich lass die Mädel noch ein bisschen zappeln um mich. Dann zwick ich mir eine jugendliche Schönheit. Und die wird dann die meinige. Sind Sie sich sicher? Das bin ich. Sie werden schon sehen, heute in einem Jahr die Gattin eines Jünglings, so wie ich ihn mir wünsch. Und wenn das er die hat? Wenn Sie keinen Jungen finden, dann müssen Sie zu mir nehmen. Weil, wenn Sie mir sicher sind, können Sie ja darauf eingehen. Das werde ich. Und um es Ihnen und allen hier Anwesenden zu beweisen, dass ich mir sicher bin, geht
drauf ein. Und der Schlafjungs gilt, wenn ich nicht in einem Jahr ein jugendliches Wesen als Braut an meiner Seite habe, dann, Ursel, kriegst du meine Hand. Gut. Und wenn sie jetzt Courage hat, kommt sie in mein Schreibzimmer. Dann wird das alles schließlich festgehalten. Ich habe nichts zu befürchten. Ich unterschreibe. Ich bring nicht ab. Ich unterschreibe auch. Wenn diese Alteneitelkeit bestraft wird, das wäre meine Freund. Das schmeckt mir erst der Kaffee. Ich schreie, was ich könnte. Juhu! Mich verdrießt heute das Spazierengehen. Ja, dann geh oben zum Eckmeier. Wo bitte? Na, besuch deinen Schwager. Bleib mir alles. Kann doch, das halt bleiben. Mach ich eh. Aber freut soll sich der Bursch auf den Empfang. Und wie ich den empfangen werde. Ach geh, wenn du ihn dann siehst, dann tust du ihm eh nichts. Oh, diesmal werde ich ihm die Leviten lesen. Und die Leviten, der wieder hart auf seinem Buckel zu spüren bekommen. Hoffentlich ist ihm kein Unglück passiert. Aber man sagt, wenn die Kinder länger nichts von sich hören lassen, dass dann eh alles passt. Gestern vor 8 Tagen hätte er da sein sollen. Er wird schon eine Erklärung dafür haben. Ich werde keine Entschuldigung zulassen. So, wo ist mein grauer Rock? Hier drinnen im Zimmer. Ich zerreißen. Den Rock. Nein, mein ungeratenen Sohn, wenn er mir unter die Augen kommt. Der Zorn ist vorbei, wenn er nur ein paar Schritte sieht von unserem Eduard. Ah! Was ist denn jetzt schon wieder los? Da schau rein! Ich bin ruiniert! Ich bin tot! Ah! Das ist mein letztes Hemd! Mama! Mama! Was ist denn da los? Wird er bei umgebracht oder kommst du noch 25 Jahre zum Raufbau? Schwager! Ich und mein Weib, wir sind alle zwar ruiniert. Das Schicksal hat uns zu Tod geprügelt. Was ist denn passiert? Mein Kasse ist aufgebrochen worden. Was? Räuber, Diebe, Mörder! Um Himmels Willen, muss man lernen. 1000 Gulden Amtsgelder, die ich morgen abliefern muss, sind gestohlen. Ja, da was soll ich denn lernen machen? Hey, zurück, Gerechtigkeit! Um Himmels Willen, was nutzt mir das, wenn die Sache bekannt wird? Wenn der Dieb aufkommt, tut es das gar nichts, weil ich vom Dienst entlassen werde, weil ich die amtlichen Gelder nachlässig aufbewahrt so. Richtig, richtig. Laut schreien, da gibt nur mehr die Sorge. Ganz im Stillen muss man da schreien. Was soll man tun? Was soll man tun? Ich höre mir gern. Der Schwager weiß, ich bin ein guter Kerl. Aber ich hab kein Geld. Und hätte ich ein Geld, dann wäre ich wahrscheinlich kein guter Kerl. Weiß keiner einen Ausweg, wo man Geld leicht kriegt? Ich weiß kommen. Ja, das ist schlecht. Aber wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wer war heute Nacht mit uns zu Hause? Ja, gar nicht. Ja, unsere Magd, die Susanne, die ist schon aller früh mit dem Stubleben, mit der Annette von der Famsel Regine, die ist schon aller früh auf den Kirchenalltag gegangen. Ja, und der Schrankenheber, der Schlafgewuchs? Der wohnt ja gar nicht bei uns. Das Haus ist schlecht gesichert, das ist ein Feuer. Es war aber alles versperrt. Und an keiner Tür die geringste Spur von einem Einbruch zu sehen. Ja, und das Haus daneben? Die Bayernmauer geht nur bis zum Nachbarn. Der Nachbrennte zwar heiß, nur mehr bei der Wand. Wie leicht ist da so ein Laden rauszukommen? Und man kann so mal spazieren sagen, mir nix, dir nix. Aber im Haus daneben, da logiert nur die reiche Mamsel Regine und die Stubenmädel, die noch nicht. Aber die sind immer so freundschaftlich zu uns. Also auf die Leute kann man sich ja verlassen. Ja, wenn sie so freundschaftlich ist, vielleicht kann man sich fragen, ob sie das Geld leiht. Bruder! Schwager! Du hast eine Idee! Die Mamsel Regine, die gute Mamsel Regine, das ist die einzige Person auf der Welt, die mir helfen kann. Grüß Gott, na dein
nur die Unterhaltung heute beim Kirchweicher ist. Gerade bin ich zurückgekommen mit der Nanette. Susanne, gut, dass du bist. Geh geschwind rüber zu Mamsel Regie. Wir lassen sie bitten. Oder nein? Ja, ja, gut. Ja, wir lassen bitten. Sie mögen einen Augenblick. Nein, das können wir nicht machen. Jawohl, sie soll sich das Unglück da selber anschauen. Okay, was für ein Unglück? Jetzt sei so gut und sag dir was, da sind jetzt gleich die Spatzen vom Da. Komm, Susanne, richt dein Post aus. Und denk. Unglück, Unglück, da muss ich mehr noch fragen. Du Schwager, ich mache inzwischen meine Nachforschungen, beziehungsweise meine Wege. Nur kein Aufsehen. Wege kannst du machen. Nein, nichts Aufsehen, nur nachforschen durch. Kann ruhig keine Teile in der Sache. Schreien der Bianer, dann muss ich wenigstens Nachforschungen ausstellen. Für die Gartenschwester, für die Gartenschwager. Und schau, dass du dich aus der Soße herausreißt. Ich mache mal meine Nachforschungen. Jetzt uns wohl helfen wollen, die Mamsel Regie. 1000 Gulden. Das ist so viel Geld. Den Traum ist gar nicht anrennen drum. Guten Tag, lieber Herr Schlagmeier. Guten Tag, liebe Madame. Und der Seligste. Ja, mein Gott, einen guten Tag. Oh, ein miserablen Tag. Wieso das? Wir entschuldigen Sie die Keckheit, dass wir ihn übergeschickt haben, um Sie. Geschickt? Mich geschickt? Aber ich war ja gar nicht zu Hause. Zu Hause? Nein, ich war oben beim Herrn Oberforstmeister, bei meinem Beschützer. Dort habe ich gespeist und beim Nachhausegehen habe ich mir gedacht, ich schaue bei meinen lieben Nachbarn vorbei. Die kommen in das Haus des Unglücks. Ja, Schande, Spott, vielleicht sogar das Gefängnis stehen wir noch bevor. Entsetzlich! Fassen Sie sich, Madame, und erzählen Sie. Ja, da schauen Sie selber! Am Sendregin scheint gerührt. Und der aufgebrochene Schreibtisch, der wird sie noch mehr rühren. Ich glaube, sie wird uns die 1000 Gulden leihen. Servus, Herr Einnehmer, servus. Ich muss Ihnen wieder oben daher erzählen, wie es die Mädchen, wenn mir drei, das ist außer der Weiß. Los, bin nur. Ich weiß ja schon, dass Ihr Dienstbot die zusammen mit der hygienischen Annette eifert. Das alles wegen mir! Los mit Ruhe mit deinen Liebesgeschichten! Ich bin heute Nachmittag! Ich weiß, die Kasse ist aufgebrochen worden! Sie! Und die Seite, der Peppi, hat wohl der Fleischsäger gehabt! Und mit der hat nicht Kraft! Das alles wegen mir! Schau mit deinen Liebesgeschichten! Wer hat ihm vom Diebstahl erzählt? Der erzählt der Mann der Lederer! Um seine Tochter nämlich! Die Stammzüge. Du hast auch ein Auge auf mich geworfen. Aber ich lasse die Mädchen alle in der Hoffnungslosigkeit schmachten. 1000 Gulden Silber. Ich weiß, 1000 Gulden verderben das Geld. Und die bärnettische Sache. Den wohl, der Tabakler Materes. Was auswischen? Das hab ich mir. Halt das Maul! Für alle Kerl, die du kannst du schauen! Und der Kerl, das war der Schönste, weil der 50-jährige Mann schon alt war. Hat er keine Idee, wer den Diebstahl begangen haben könnte? Ich weiß nicht, weil ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich stülke Geld, ich bin ein Herzensdieb. Das ist das Wenigste. In Wirklichkeit dürfte ich mich viel mehr vom erwischt werden. Das ist bei mir die Hauptjob. Susanne, Susanne! Da bin ich! Ach, Sie sind da, Mamsel! Der ist mein Wort nicht zahlen! Geh doch hinein! Der Madame ist schlecht geworden! Okay. Ja, so ein Schrecken, der legt sich halt gern auf die Nerven. Nur diesmal war es nicht wegen einem Schrecken, sondern wegen der unverhofften Freude. Ich hab nämlich bei der Madame den Antrag gemacht, dass ich zur Beseitigung der Verlegenheit die 1000 Gulden herleihen will. Was? Was ist denn geht? Oh Gott, oh was? Oh, Schrank, er holt mich! Ah, da muss ich nach dem Fuchsis auch da. Zu dienen, ja. Nein, nein, wir kommen zu der Zusicht. Das wäre für Ihnen, dann haben Sie Henry Gien in die Arbeit. Wäre es möglich? Heute noch bekommen Sie Ihr Geld.
Oh, auf meinen Knien. Aber was wollt ihr denn eigentlich, mein lieber Herr Einnehmer? So soll sie wenigstens schwanken, Herr, mit der Schnadel ums Hinken. Warum nicht? Ein Freund und Ratgeber. Los, mein Freund. Seid Sie unbesorgt. Ich knie mich nicht vor Ihnen nieder. Ich lasse lieber die Mädchen vor mir knien. Und übrigens geht mich die ganze Sache ja gar nichts an. Sein Schlawiner, dieser Schladenwuchs. Die hätte ich auch gern. Aber da ist ja gar korrekt. Er muss mich dieser Tage einmal besuchen auf ein Glas Wein. Ich habe ihm eine Menge zu erzählen und um Rat zu fragen. Oh, ich komme gern. Ich muss denn ohnehin die neuesten Bündnisse erzählen, wie ich meine Sprödigkeit auslasse. Für die Kreisler des Und sonst befindet er sich immer wohl? Oh ja, es geht mir sehr gut. In dem Bewusstsein, dass sich die Mädchen alle reißen um mich und ich keinen Gebrauch davon mache. So, die Meinige hat sich schon wieder erholt vom Schrecken, nicht Worte freut. Na, Susanne. Nein, du bist auch nichts zu davon. Ich kann Ihnen nur danken. Lassen Sie das, meine Liebe. Ich tue es ja mit Vergnügen. Nur eins noch, mein lieber Herr Einnehmer. Über den Rückzahlungstermin müssen wir uns noch einig werden. Ach so, ja. Zurückzahlen habe ich noch gar nicht gedacht. Doch schaut das aber nicht mehr gut aus. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich einsehen, dass ich in alle Ewigkeit keine 1000 Gulden erwirtschaften kann. Ja, ich fürchte, wir müssten Ihnen betrügen. Wir können Ihre Güte gar nicht annehmen. Naja, ich meinerseits, ich stehe auf die Summe gar nicht an. Aber ich betrachte mein Vermögen als das Vermögen meines zukünftigen Gemahls und kann folglich nichts davon verschenken. Sie heiraten? Nun ja, noch ist nichts näher bestimmt, aber ich gedenke, da ich ja noch heiratsmäßig bin. Ja, im Übermaß. Ich werde einen Jüngling aus diesem Ort beglücken, durch meine Hand und durch mein Vermögen. Einen Jüngling aus unserem Ort. Da kommt mein Gedanke. Die Not ist da, also muss ich einen Versuch starten. Ich möchte nur leise in Erwägung bringen, bezüglich des zuvor Gesagten, dass es sehr wohl noch einen freien Jüngling aus unserem Ort gibt, nämlich unseren Sohn. Ihren Sohn, ja, richtig, Ihren Sohn. Der ist ja noch. Er ist in der Stadt. Aha. Er studiert nämlich. Ja. Ich hab schon viel Gutes von Ihrem Sohn gehört. Er soll ein wohlerzogener und sittsamer junger Mann sein. Und offen gesagt, ich würde ihm, auch ohne ihn ein einziges Mal gesehen zu haben, den Vorzug vor all meinen Verehrern geben. Ja, wäre es möglich? Echt sonst, weil sie mich nicht kriegt, ist der Gescheiteste. Au, wie das unser Eduard abholt, ich zweifle nicht. Ich bin ja Gott sei Dank noch nicht in Ihren Jahren, Madame. Ja, sie ist fast ein halbes Jahr jünger als wie Sie. Sie dürfen nichts in meine Geschäfte reinreden. Sie müssen entschuldigen, das ist noch der Schrecken von vorhin. Naja, ganz Unrecht hat die Madame ja nicht, wenn sie meint, dass man die Sache behutsam angehen muss. Ihr Sohn, der ist ja erst... 23 Jahre. 23. Und die Jugend hat heutzutage ja schon ganz andere Ansichten von Schönheit. Na ja, ich biete. Da kommt mir ein Gedanke. Abends muss die erste Zusammenkunft geschehen, denn bei Kerzenschein gewinnt jede weibliche Schönheit. Bei Doki sie schier wie die noch. Hat ganz recht. Und noch ein Gedanke kommt mir. Ich hab die Angewohnheit, so schön ich auch als Mann bin, so weit bin ich als Frauenzimmer. Da wäre es das Gescheiteste, wenn ich mich als Frau anziehe und man mich dem Sohn als Braut vorstellt. Ist er ein gehorsamer Sohn, der so willigt ein. Und dann kann man ihm noch immer die wirkliche Braut vorstellen und er wird entzückt sein von ihrer schönen Erscheinung. So schlecht ist der Gedanke nicht. So gehe ich wenigstens kein Risiko ein, dass ich einen Korb kriege. Aber ich bin. Sie haben zu viel Bescheidenheit. Sie haben ja gar nichts zu riskieren. Der Eduard kommt! Mein Sohn! Sohn,
wo ist er, wo bleibt er? Ich hab ihm schon alles gesagt und er zahlt gerade einen Kutscher aus. Da bin ich bestätigt fertig. Bring ihn in einer Viertelstunde zu mir. Dann können wir alles vorbereiten. Ich geh gleich mit Ihnen, gnädige Frau. Also, schau. Eduard, komm an mein Herz. Küss die Hand, Papa. Eduard. Küss die Hand, Mama. Eduard. Oh. Bist du endlich gut angekommen? Ja, Gott sei Dank, Papa. Bald bist du schon wieder so viel Boxen, Eduard. Kann schon sein, liebe Mama. Du findest deine Eltern in einer traurigen Lok. Ja, das Schrecklichste steht mir erst bevor. Mama, Papa. Arme Mama. Ah, nur nicht den Kopf verlieren. Ich will dort und noch warten, bis alles wieder abbezahlt ist. Eduard. Da muss keine Arbeit mehr. Es ist zu viel Geld. Aber es geht anders. Es geht viel einfacher. Du musst nur so gut sein und mir zunächst ein bisschen heiraten. Heiraten, Papa. Jo, du brauchst weiter nichts tun, als die reiche Mamsel Regine heiraten. Und das ganze Unglück ist repariert. Ja, wer ist das, Papa? Was? Deine alte Schachtel soll uns erhalten. Soll er Eduard heiraten? Der Schwager, redet mir der Schwager nichts in den Plan rein. Und du leidest das? Ja, was soll denn du? Wie blöd sie jetzt? Und 1000 Gulden verkauft du den Sohn eine alte Schachtel, einen Rocken und eine Kaffeeschwester, eine alte Jungfer? So arg ist es auch wieder nicht. Still, Schwager, haben alles in der Welt. Eduard, Härtli. Nix da, ich schreibe das ganz Bischof her. Ich rufe in den Plan von dir. Eduard, lass dir das nicht gefallen. Da hat was Besseres verdient, als dich aufscheiden. Schwager, ich verlange Respekt vor einer Verwandtschaft des Herrn Oberforstmeisters. Ha? Was Verwandte? Eine alte Wirtschaft ist sie von ihm. Schwager! Herr Onkel, schimpft das nicht über eine Person, die meine Eltern aus dem Unglück herausreißt. Also mir kommen dann noch ganz andere Gedanken. Die aufbrauchende Kasse, die Breiterwand auf dem Dachbahn, die Mamsell Regin, das hängt alles zusammen. Am Ende hat gerade sich selber das Geld rausgeschwollen, um sich mit dieser Manier einen jungen Mann zu angeln, wie unseren Eduard. So ein sitzenbliebene Mamsell ist zu alles im Stand. Jetzt reicht's aber, hörst du? Vorher habe ich so schlecht eine Freunde meiner Eltern ja gar nicht gehandelt. So, hinaus, Florian, hinaus, Verleugner! Hey, dir, wenn du dich an einen Leiderer vergreifst, du gehst von selbst. Und mach halt meine wahren Nachforschungen, furchtbare Nachforschungen. Du kannst Bischof, weil ich schimpfen über euch und die alte Mamsell, bis mir da unten ausbleibt. Drei die in jeder dreckige Verwandtschaft, dass ich jetzt für Nachforschungen mache. Mach dir meine Nachforschungen, bis du das nachkriegst. Ärgern Sie dich nicht, Papa. Ich tue alles, was zu Ihrem Besten ist. Oh, Eduard, ich hab gewusst, du bringst mir das Opfer. Ich war noch nie verliebt. Ich hab bis jetzt noch gar nichts anderes gedacht, als meine Studien. Ja. Folglich ist das Opfer ja nicht gar so groß. Ja, immer so. Ich hab schon Schönere gesehen und Jüngere noch viel mehr. Mir ist alles eins. Ich rede meine Eltern nur. Also heirat dich einfach frisch drauf los. Aber wenn's der Hexe leibhaftige Großmutter wäre. Eduard, was los? Wir werden gleich rüberschauen zu Mamsell Regine und du musst nur vorher noch den schwarzen Rock anziehen. Wie war's denn? Sie macht die sauer! Nein, Mama, das schickt sich nicht. Ich zieh mir den schwarzen Rock an und bind mir das weiße Tüchel um. Gut, Eduard, dann rett uns mal helfen in der Nacht! Mama, Eduard! Komm. Das ist die Deinige!
Entschuldigen Sie, wir waren so frei. Wie lebt der Schock? Ist das die Hilfe? Nur näher! Papa, mir ist schlecht. Ich war raus. Eduard, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen und gescheit sein. Nur schön herein da. Ich bin in den Armen. Mit dir, der Liebe. Mir schlägt den ganzen Tag auf, wenn ich an den Ohren komme. Das ist Glücksteig. Herstellen, dass er auf das Gut Steintal zu seinen Eltern hat reisen können. Und ich habe ihm das Ehrenwort gegeben, dass ich ihn auf der Rückreise dort wieder besuche. Guter Jüngling, aber es tut mir leid, Sie so schnell schon wieder. Sie werden sicherlich nichts dagegen haben, wenn ich Ihnen als Begleiter und als Beschützer den Schrankenheber Schlagibuchs mitschicke. Wenn Sie mir Urlaub erwirken. Das werde ich. Sie wissen doch, wir Beamten sind immer unabkömmlich. Was sollten Sie hier doch wieder seine anderen Kleider an? Ach ja, richtig, ich vergiss ganz, weil ich eigentlich wirklich bin. Was ist los? Das ist ein Moment, die Stimme vom Herrn Oberforstmeister. Der verbrüllt mich, wenn der Wichser sieht, dass ich schnell fuhrt. Herr Schindler. Bräutigam, das Jahr erholst du dich vor einem Altersstall, der Wehrpart. Oh Glück, oh Glück! Was ist denn das für ein verschleiertes, fremdes Frauenzimmer? Oh weh, was sag ich jetzt nur, dass kein Spektakel geschieht? Es ist eine Freundin aus der Stadt. Eine klassische Gestalt. Sie! So, einen Walzer!
Super. Seine Blumenreiche Bahn. Aber halt! Von ihm könnte ich da
so lange im Garten. Da ist nichts schöner, wenn... Ich habe eine Bitte an ihn. Nur zu. Jetzt wird sie um Liebe, um Gegenliebe flexen. Und wird er sie mir auch erfüllen? Mal schauen, was zu machen ist. Ein bisschen muss ich noch zappeln. Morgen schon, wollt sie abreisen? Um 7 Uhr wird Frühstück, um 7:30 reisen wir an. Ließet sich das nicht noch ein bisschen verschieben? Nix wird verschoben. Nur 8 Uhr, bleibst du noch da? Nee, nicht, du fliehst umsonst. Lieber Guter! Flieh nicht, das Flehen nutzt dir nichts. Er ist ein hartherziger Mensch. Nicht so hartherzig, Amalie, wie du glaubst. Verzweifle nicht, denn du sollst wissen, ich liebe dich. Was? Sie ist ganz weg über das Geständnis. Bleib kann ich aber doch nicht. Ich muss morgen fort. Aber komm in genau in einem Jahr nach Bischensdorf. Ich werde inzwischen meine ganzen Socken in Ordnung bringen, Schulden zahlen, Wäsche waschen lassen und weiter. Und wenn du dann bei mir bist, dann wirst du die meinige. Geh zum Teufel, er Schafskopf her! Nein, Schafskopf hat sich so. Ein anderer darf das abschrecken. Na dann. Dem sie Schafskopf gesagt hat, darin liegt die wahre Liebe. Drum so, auskennen muss ich sich für die Frauenzimmer. Ich gehe gleich noch. Du verdammtes Geheimnis. Es ist erschrecklich, wie man den armen jungen Menschen um sein Lebensglück bringen will. So ein verträgliches Herz, so ein guter Sohn. Wird auch ein guter Gatte sein. Drum muss er schauen, lieber Verwalter. Dass ich den zum Schwiegersohn kriege. Dieser fürchterliche Vertrag mit der alten Mamsell muss zerrissen werden. Das ist der Punkt, das ist nicht so leicht. Aber er muss zerrissen werden. Courage, junger Mann! Es muss noch alles gut werden. Und wenn der Teufel ihn nicht. Ich habe keine Hoffnung. Mut, lieber Eduard, es kann. Es gibt keinen Ausweg als Eingraben. Jetzt schämen Sie sich! Studiert Jura und findet keinen Ausweg! So einfach ist es auch wieder nicht. Das Erste, was jetzt geschehen muss, ist, der Schrankenzieher muss entfernt werden. Und um Eduard bleibt noch 8 Tage hier. In dieser Zeit wird alles ins Reine kommen. Ich hab keine Hoffnung. Schrankenzieher, was wollt? Aber wie? Herr Oberst! Was gibt's? Gut. Also in einer Stunde gehst du mit dem Transport. Jawohl, Herr Oberst. Halt! Ich hab's. Ich hab keine Hoffnung. Wenn dann meine Tochter da wäre, die müsste auf andere Gedanken bringen. Gar keine Hoffnung. Ja, wir haben ihn aber unterwegs gut. Und nach 8 Tagen kommt sie nach Bischelsdorf und dort lasst sie ihn dann laufen. Jawohl, Herr Oberst. Werden wir schon machen. Was war das denn? Ach. Mein Vater, dieser abscheuliche Schrankenzieher, er verfolgt mich überall hin. Ich weiß nicht, ist er betrunken? Gerade eben hat er mir eine Liebeserklärung gemacht. Was? Ja, Ihnen? Eine Liebeserklärung? Das passt ja ganz ehrlich in meinen Plan. Aber Brand? So, jetzt brauche ich noch jemanden. Ah, da sehe ich eine Wacht. Das ist eine pfiffige Dame. Da muss ich etwas flüstern. Aber so redet doch! Nichts wird redet! Verlasst euch an mich! In einer halben Stunde ist der verdammte Schattenzieher fort! So, jetzt lasst uns rein! Wir haben was zu besprechen! Da bin ich aber neugierig! Amalie, Amalie, wo bist du denn? Ich lauf mir schon wieder davon! Ich bin der Luda! Warte nur! Ich will dich immer erwischen! Was ist das für ein Dampfmädel da, die da mit dem Offizier gerettet hat? Sie kommt her auf mich, hab schon wieder eine Eroberung gemacht. Was sieht man, wie die Mädchen zulaufen? Mein Herr? Mein Herr, sagt sie, ist eine Anspielung darauf, dass sie gern meine Frau wäre. Wie ist Dienstwerk von der Mamsell Amalie? Ich hab gerade mit ihr gesprochen. Da ist mir die Jungfrau Amalie. Ich hab für den Offizier gehalten. Jetzt schon? Früher? Sie hat halt noch so ein paar Zweifel, ob sie wirklich der berühmte Schrankenheber-Staatsrevok sind, in den sich alle Mädels vergatzen.
Hätten Sie nicht etwas Schriftliches, ein Dokument oder einen Ausweis bei sich, den ich ergeben könnte? Doch, habe ich. Gib Sie den Pass der Jungfrau Amalie, aber gleich wieder zurückbringen. Ich brauche ihn morgen früh auf der Reise. Seid's unbesorgt. Amalie selbst wird Ihnen den Pass überbringen. Sie hat einen heimlichen Treffpunkt ausgemacht. Einen heimlichen Treffpunkt? Ganz heimlich. Sie sollen in einer Viertelstunde unten vor Ihrem Fenster warten. Und nicht, dass Ihr Vater was herabschüttet. Das könnte es, ich könnte es. Schade nur, dass Sie nicht mehr als ein Schreckenleder sind. Dann hätte Ihr Vater vielleicht nichts dagegen. Na, hören Sie, sollen Sie es auch schwul daher. Schauen Sie, er ist eine sehr wichtige Person. Das will ich Ihnen gleich erklären. Mir ist leid, ich kann Ihre Erklärung leider nicht abwarten. Ich habe es erwartet. Dokumente und sichere Händen. Adieu, Sie wichtige Person. Hau ab, du Sauri! Ruhe! Ich werde meinen Stuhl zusammenbocken, das geht mir. Was kann es denn besseres gehen als ein Schattenzieher? Wenn ich den Schatten nicht kommen lasse, dann gibt es Come Out. Und wenn Come Out, dann ist er covert. Überhaupt, heutzutage so alles aus die Schranken tritt. Wie notwendig braucht man da einen Schattenzieher? Am besten für jeden Menschen einen eigenen Schattenzieher. Ja, Schranken gibt's zu wenig, so viel ist ausgemacht. Und die, die's noch gibt, werden zu wenig bewacht. Es tritt so gern alles aus den Schranken heraus. Leid die, die noch Schulden haben, bauen ein Haus. Leid die nix zum Essen haben für den eigenen Mund. Die holten sich noch mal drei, vier große Hund. Noch nicht mehr die Fraß völlig quer. Da wär's am Platz Schranken zu zieren. Ja, ja, da wär's am Platz Schranken zu zieren. Unsere Wahlen haben heuer nichts Gescheites gebracht. Es hat keiner eine wirkliche Mehrheit gemacht. Ein Drittel der Leute haben gar nicht gewählt und wissen's genau, dass das gar nichts zählt. Aber schimpfen tun's dann über Politik und die Leute am Stamm, die schreien's für Unrecht gescheit. Doch nicht mehr die Fraß völlig quer. Da wär's am Platz Schranken zu ziehen. Ja, ja, da wär's am Platz Schranken zu ziehen. Der Staat jammert, dass wir haben kein Geld und trotzdem gehören wir zu den Reichsten der Welt. So sagt man, schaut man sich über die Gehälter an, merkt man, dass man damit oft gar nicht leben kann. Und andere wiederum leben in Saus und Braus und schmeißen das Geld beim Fenster hinaus. Da möchte man die Fraß völlig quer. Da wär's am Platz Schranken zu ziehen. Ja, ja, da wär's am Platz Schranken zu ziehen. Seid so gut, ich bin der ehrenwerte Mann, das bist du's doch! Oh, mit dir bist ohne Beschreibung. Das passt alles. Das kann nicht sein. Ich müsste heimlich ein Zwilling sein da. Was ist denn was? Das hab ich gewohnt, meine Geliebten. Elende Ausflug. Das willst du den Bildstab schon zeigen. Aber ich kann nicht mit Ihnen gehen. Ich muss morgen in der Früh mit Herrn Edward in die Stadt abreißen. Nix da, er steht mit mir. Da drinnen ist die Uniform des Deserteurs. Passt sie ihm, so ist es ohne Zweifel. Nun, rein da unten die Uniform probiert. Zum Teufel noch einmal, jetzt werde ich aber Punkte. Keine Widerrede. Was ist denn da los? Ha! Mein Sturm, das ist ein echt blöder Kerl. Ich hab keine Hoffnung. Lustig jetzt, Eduard. Sie bleiben noch 8 Tage hier, reisen dann mit meinem Sohn zurück in die Stadt. Wir überlegen, wie wir Sie aus dem Vertrag mit Altmann selbst befreien können. Der Miller, der gibt Ihnen seine Tochter zur Frau und alles ist erledigt. Ich hab keine Hoffnung. Sie sind ein furchtbarer Mensch. Wenn die Liebe sich nicht was anderes macht, ist alles gefällt. Also flugs hinein zu meiner Tochter und eine Liebe so kehrt die Mann. Aber nein, ich trau mich nicht. Ja, zum Teufel, warum denn nicht? Weil ich keine Hoffnung habe. Meine Tochter will, dass Ihnen schon was anderes macht.
Aber Herr Offizier! Ja, Oberst, die Uniform war sogar gegossen. Der Teufel ist! Was ist denn das? Ich hab die Unrechte! Nix da, das wird sich im Bischofsstab schon sorgen. Schönste Herr Korporal! Ja. Jetzt dann, auf geht's! Vorwärts! Auf! Rück! Rück! Ich bin der Vorliegende, der Mensch ist.
wenn ihm nur nicht etwa ein Unglück zugestoßen ist. Er ist da! Ich hab fast das gesehen! So, da bin ich jetzt mit Sorg und Bog. Was ist das? Ich trau meinen Augen nicht. Grüß dich, Papa! Na, was ist da wieder her? Komm her, lass dich holen! Marikin, grüß dich der Himmel, du Goldgrube! Ich komm einmal her zum Wetter! Ich bin mir vom Leib! Ja, was? So empfängst du deinen zukünftigen Bräutigam? Eduard, wie schaust du aus? Ich hätte ja wohl nicht mehr gekannt! Bert, die Mama hat mir das schlecht aufgehängt! So, jetzt haben wir gesehen, ob du mal Bussen gibst oder nicht? Untersteht sie sich, ich schreibe! Was fühlt es dich denn, mein Schnauzbart? Na, du beißt ja nicht! Aber Eduard! Wie willst denn du in 3 Tagen in dem Aufzug auf Walter werden? Elender! Für Sie gibt es hier kein Amt! Umso besser! Dann arbeite ich gar nichts und ich lasse mir dein Geld gut gehen! Susanne, du speisebereitende Schönheit! Was, ich? Ja, freilich, komm mal her! Aber du bist nicht gehört! Was, schmierst du wegen meiner Braut? Ich muss dir das gewöhnen! Halt, da bleibst du! Ich bin mein Herz, was sieht aus! So schrecklich, Herr! Aber Eduard! Du bringst mich noch ganz zur Verzweiflung! Ganz in Ruhe, Herr Papa! Du Nichtswürdiger! So, jetzt hast du es! Jetzt ist sie fort im größten Zorn! Der kommt mir nicht aus! Ich hab ja einen Ehevertrag! Eduard, um alles in der Welt! Bist du besoffen? Gut, dass mich der Papa ans Trinken erinnert! Ich hab ihn vergessen, drauf jetzt! Eduard! Herr mit der Flaschen, die ist schuld an dem ganzen Unglück! Ja, wenn nicht gar! Das ist mein zweites Leben! Der gute Herr Sohn ist da! Mein Freund, der schnell die Wuchse, komm her, dann haben wir einen Schnur! Schaut denn Sie aus? Ja, da haben wir mal einen Schnur, ist gut! Sie, ich habe eine Entdeckung gemacht! Die Verwaltungstochter vom Steindaler Gut ist da! Was, die haben alle? Ja, ich bin unten. Bei Eckmeier habe ich den Fenster sicher gesehen. Ich glaube, das liegt bei dir. Oh, das ist sicher nicht. Was soll denn der tun, die langweilige Schwärmerin? Ich weiß nicht, dass er nicht die Stich kommt. Ich meine, auch du nicht keine Sauerei. Was? Kommen wir in mein Zimmer? Schau her. Nein, das tue ich nicht! Kein Blut darf vergossen werden!
werden. Und das hier, das ist unser Ehevertrag. Hiermit zerreiße ich das Band, das zwischen uns bestanden hat. Ja, das ist ein Exemplar. Aber das zweite, das habe ich in Händen. Und noch ist Ihnen mein Vater 1000 Gulden schuldig. Solange diese Sache nicht in Ordnung ist. Das kann leicht in Ordnung gebracht werden. Da bin ich aber neugierig. Und Sie, vergessen Sie nicht. Morgen, 6 Uhr, Hornstraf, da wo die Fahnen gehen. Und wenn Sie das scheinen, die brennen Sie mit Öl raus. Da. Was war das mit dem Ehevertrag und die 1000 Gulden? Ja, das war ein kleiner Betrug, eine kleine List sozusagen. Aber in dem Brief an den Herrn Mauteinnehmer steht alles drin. Na nett? Ja, bitte, gnädige Frau. Bringen Sie diesen Brief sogleich zum Herrn Einnehmer. Ja, gleich. Jetzt, Geliebte, bist du ganz mein. Ich möchte mich vorher nur noch etwas frisch machen. Und danach begleiten Sie mich zum Herrn Einnehmer. Man muss mir meinen Ehevertrag aufhängen. Und gleichzeitig werde ich Sie als meinen zukünftigen Gemahl und den neuen Verwalter vorstellen. Wie verdiene ich nur solch ein Glück? Kommen Sie. Begleiten Sie mich ins Badezimmer. Nein, nein, ich bin nicht glücklich. Solche Reize zu finden geht sich. Ich werde bescheiden an der Türe warten. Hab richtig schon einen Post gekriegt von meiner Animalie. Oh, Animalie. Bin ich aufgeregt. Also war doch das ihr Gesicht, was ich gesehen habe, Reckmeier. Jetzt habe ich gleich meinen Hochzeitsraum angezogen. Oh, Animalie! Sie hatten ja Schatz, gell? Ihnen die 1000 Gulden selber zu entwenden, das war aber ein höllischer Scherz. Sie sind mir daher nicht schuldig. Der Schuldschein liegt bei. Klar. Ich rate Ihnen, Stillschweigen darüber zu halten, in Ihrem eigenen Interesse. Denken Sie an die Folgen bei Ihrem Amte, wenn etwas an die Öffentlichkeit kommt. Ja, mir fällt der Stein vom Herzen. Aber die Verwaltungsstelle für den Eduard, der ist halt hin. Hey, mit dem Brief, der ist goldeswert für mich. Hey, was ist denn da? Herr Einnehmer, bleiben Sie, Herr Einnehmer. Beim Cedregin, Sie haben mich aber schön an der Nase herumgeführt. Das ist unverzeihlich. Keineswegs, denn es ist nur die Schuld Ihres aufgearteten Sohnes, dass sich nicht alles zum Guten gewendet hat. Ja, aber die Verwaltungsstelle für Eduard. Als Ersatz für meine Ängste. Meinen zukünftigen Gemahl war sie zugedacht. Und diesen möchte ich Ihnen hiermit vorstellen. Sehr erfreut. Umbringen könnte ich den Eduard. Mau, die große Gesellschaft ist draußen. Die fragen nach unserem Eduard. Ja, wer sitzt denn? Ja, ich muss. Wir laufen vornehme Leute. Mit größter Verlegenheit. Nach dem Eduard fragen Sie. Oh, Schande! Nein, Eduard, sag ich aber nicht her! Sie lassen sich aber nicht mehr aufhalten! Wirf die Stirn hinunter! Na komm, schon! Herr Hauptmann, ich habe mich
Und der D-Nix-Da. Wo ist der Sohn? Mit wem habe ich denn eigentlich die Ehre? Sie sollen alles erfahren. Bringen Sie nur zuerst Ihren Sohn. Nein, um alles in der Welt, meinen Eduard zeige ich nicht her, also. Hochrangige Gesellschaft, weil der schaut aus. Also der schaut aus. Schämen Sie sich nicht über mein Aussehen, Herr Papa. Eduard! Was ist das? Ich fahre aus einem Wolken. Mein Aussehen, das war eine Maskerade. Dummer Bub! Durch diese Maske hast du Braut und Amt verloren. Das gerade war meine Absicht. Und nun höre, hier steht Frau von Steindahl. Und ich bin Verwalter ihrer Güter. Und statt der verlorenen Braut führe ich eine neue in ihre Hände. Sie ist die Tochter des früheren Verwalters, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Hier steht dieser Vater. Der mir die Tochter mit reichem Mitgift zur Frau gibt. Eduard, komm an mein Herz! Na, dann ist ja alles in Ordnung. Aber mich trifft Ihre Wankelmütigkeit nicht, denn das hier ist mein Bräutigam. Verzeihen's, Gnädigste. Da ist der Stuhl, falls Sie jetzt in Ohnmacht fallen wollen. Denn ich bin der einzige Sohn der Frau von Steindahl. Bereits anderwertig verlobt. Ich musste meinem guten Freund Eduard helfen in seiner misslichen Lage. War er doch der Einzige, der mich pflegte, als ich meine schwere Krankheit durchmachen musste. Danke dir. Das ist die verdiente Strafe. Ich gerne mein Sohn. Und nun folgen Sie mir alle zum Eckmeier. Wir wollen den guten Ausgang feiern. Die schöne Animalie! Das überlebt mich! Verzeihen Sie, Herr Hirschfeld, dass ich Sie die einfache Wohnung des Einhorns gebracht habe, aber ich glaube, es war in Ihrem Sinn. Ach, so unglücklich! Konstantin, komm bitte mir über die Pore! Sagen Sie sich nicht auch noch lustig über mich, Herr von Hirschfeld! Ja, mir geht's ja nur um die Gleichheit der Haare. Vielleicht verstehen Sie jetzt auch, was ich gemeint habe. Jetzt erneuern Sie meinen Heiratsantrag. Darf ich um die Hand bitten, wo Sie geläutert sind? Ich bitte Sie, Ulrike! Meine arme Urschel, bitte doch ein bisschen lebenswert. Zum Verlobungsfeste kommen, in der Königin hallen wir. Ist Ihr Antrag angenommen? Bald ertönet Freude hier. Zum Verlobungsfeste kommen, in der Königin hallen wir. Ist Ihr Antrag angenommen? Bald ertönet Freude hier. Was ist das? Ich bin Regine wieder. Und ich? Ich bin wieder der Schlag, die Buchse. Ihr habt den Erdenlauf vollendet. Beschämt kehrt ihr zurück. Mit euren Absichten und Plänen seid ihr zum Gespött geworden. Seht ihr nun ein, warum ich bei euren Verbindungen auf die Gleichheit der Jahre gesetzt habe? Ich sehe es ein und füge mich in alles, was deine Weisheit bringt. Und ich heirate heute noch, bevor ich ein alter Schiebel bin. Danke, Lust.
Selinde Narzissus und du Genius und Floretta. Reicht euch die Hände und ein fröhliches Fest zu eurer Verlobung besiegen. Kreislaut der Königin weisen Sinn, sie führet uns zum Glücke hin. Merkt euch Menschen auf dieser Erd, die Gleichheit der Jahre, sie ist viel wert.
Gestatten soll ich, es kann nicht sein, dazu bin ich noch viel zu klein, ich heirat nicht, ich bin zu gescheit, zum Heirat.